Zuerst einmal vorneweg, das, was ich jetzt erkläre ich bloß dem, der sich jetzt diesen Sprecher ausdenkt. Ich erkläre es nur dem, der mich jetzt sprechen hört. Und du wirst irgendwann einmal verstehen müssen, dass du selbst etwas bist, was nicht gedacht werden kann. Alles, was du dir denkst, ist eine Information von dir. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt an dieses Pixelmännchen denkst, ob du an den Udo denkst, der Name des Pixelmännchens, oder ob du an den denkst, der jetzt vorm Computer sitzt und sich diese Aufnahme anhört bzw. anschaut. Der sich das ausdenkt und es wahrnimmt, ist was anderes wie ein Gedanke. Es ist elementar wichtig für dich selbst, wenn du in deine Freiheit, in deine geistige Freiheit reden willst, dass du sehr präzise wirst. Das Problem liegt im Missverstehen der Worte. Das Solo-Feeling-Werk als Ganzes überragt bei aller Bescheidenheit alles, was du deiner Welt an Wissen zusprichst, die du dir ausdenkst, egal in welchem Fachgebiet, ob es hier um Wissenschaft geht, Naturwissenschaft, Chemie, Physik, um Religionen, um Esoterik, im wahrsten Sinne des Wortes um geistige Welten. Der erste Unterschied besteht darin, das ist jetzt eine Behauptung übrigens, die ich aufgestellt habe, dass ich alles, was ich behaupte, mit 100%iger Sicherheit beweise. Und niemand nimmt diese Aussage 100%ig sicher ernster wie ich. Jetzt ist die Frage, wer bin ich? Die Schriften der Offenbarungen beginnen mit Ich bin du. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr verwirrend, aber ich sage jetzt ganz einfach, ich bin derjenige, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und ich bin derjenige, der jetzt den Udo sprechen hört. Ich bin derjenige, der sich jetzt dieses Pixelmännchen ausdenkt, beziehungsweise einen realen Udo ausdenkt und einen realen Zuhörer ausdenkt, der als Gedanke nichts hören kann. All das erlebt nur der, der sich's ausdenkt. Klingt sehr ungewohnt. Was jetzt wichtig ist, ist auch diese Behauptung, dass alles, was ich behaupte, du zu 100% sicher überprüfen kannst. Du musst dazu nichts tun. Du musst nur sehr aufmerksam meine Gedankengänge folgen. Diese Gedankengänge, diese Worte, die du jetzt hörst, die du hundertprozentig sicher aus einem Lautsprecher heraushörst. Das heißt, du hörst jetzt einem Lautsprecher zu. Die müssen verstanden werden. Und das Ganze wird dir erklärt in den Offenbarungsschriften. Es geht hier nicht um einen Glauben, um ein Fürwahrhalten, sondern um das, was wirklich, wirklich ist. Und das ist jedes Wort, das ich jetzt benutze, löst in dir Vorstellungen aus. Und die Vorstellungen, die du in dir selber zu sehen bekommst, aufgrund der Interpretationen dieser Worte, steht und fällt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das war jetzt ein kleines Vorwort, weil das Ganze kannst du in unterschiedlichsten Variationen in zig Selbstgesprächen und Videoaufzeichnungen hören. Das Erste, was ich jetzt dich bitten möchte, schau bitte mal unten links, wenn du dieses Video abspielst. Und wir gehen jetzt einmal absichtlich hier auf YouTube. Sobald wir ein YouTube einschalten, hast du hier unten einen Aufrufezähler. Du schaust jetzt mal auf den Aufrufezähler. Die Quantität sagt überhaupt nichts aus über die Qualität. Das möchte ich vorneweg sagen. Wenn du zu den ersten 100 Aufrufen gehörst, behaupte ich jetzt einmal, es wäre ein großer Zufall, wenn du nicht schon seit hier und jetzt ausgedachten vielen Jahren Holofeeling studierst. Dann ist das Gröbste bei dir sowieso schon verstanden. Wenn du zu den ersten 400 Aufrufern zählst, bist du sehr neugierig auf Holofeeling und alles, was darüber ist, und recht viel werden es nicht werden, weil uns interessiert keine Quantität, sondern die Qualität. Musst du jetzt selbst entscheiden, ob du dich weiter dafür interessierst oder weniger weit dafür interessierst. Das ist also hier mal übrigens, wenn ich jetzt sage, das letzte Update, geht es sehr, sehr weit. Es gibt keine Zufälle. Alles, was in dir auftaucht, hat seinen Sinn. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und jetzt, was verstehst du unter Sinn? Was verstehst du unter Sinus? Wir wollten jetzt in diesem Selbstgespräch einmal, wird er wirklich einmal tiefer anschauen. Ich behaupte, dass jedes einzelne Wort, das ich anschaue, in mir sofort ein 400-Seiten-Buch aus dem Stegreif auslöst.
Und wie klein und erbärmlich ist diesbezüglich das, was du zu sehen bekommst oder was du dir denkst, wenn du dir ein Wort anschaust. Das ist die Vatersprache, die göttliche Sprache ist ein Matrixcode. Und dieser Matrixcode ist durch die Offenbarung entschlüsselt. Das heißt, du wirst deine Göttlichkeit frönen können, weil du Welt dir erschaffen kannst, wie du willst. Das klingt jetzt wieder so unglaublich und immer dran denken, sei nicht so vorschnell. Du hast zuerst einmal zwei Seiten. Das will ich noch kurz einschieben. Ich mache immer wieder dieses berühmte Zeichen von mir. Das ist mein Wellenberg und mein Wellendal. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das muss ganz tief in dir verstanden sein, was das wirklich bedeutet. Schon die Illusion, wenn man immer das, so diese Welle zeichnet, hat man den Eindruck, es ist zuerst die Welle da und dann das Tal. Das gibt es nicht. In unserem Wasserspiegel, in der Badewanne, sobald was auftaucht, wird was abgesenkt. Es gibt auch keine chronologische Zeit. Das heißt, wenn du jetzt hier diesen kleinen Satz Professor und Student unterhalten sich, gibt es Gott, liest, hast du den Eindruck, dass die Worte nacheinander kommen, dass ich jetzt die Worte nacheinander gesprochen habe, obwohl, wenn du hinschaust, siehst du, dass die gleichzeitig da sind. Das gilt auch für die ganzen anderen Worte. Jetzt ist die große Frage, war das Wort Gesichts oder Gesichtsfeld in dir existieren, wie du diesen Satz, diese Zeile angeschaut hast? Inwieweit ist in dir noch der tiefe Glaube, dass alles, was du in deinem Gehirn materialistisch gesprochen zu sehen bekommst, ich mag es jetzt nur so, dass alles, was du zu sehen bekommst, auch da außen ist, wenn du es nicht denkst, wenn du es nicht anschaust? Und das ist jetzt die erste große Fehler, die Todsünde, zu glauben, dass ein Gedanke, den du denkst, auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst. Dass ein Augenblick, eine sinnliche Wahrnehmung, die du zu sehen bekommst als Information, und die muss in dir drin sein, und du sagst jetzt wieder in meinem Gehirn drin sein, wird mir kein Naturwissenschaftler widersprechen, aber er ist sich hundertprozentig sicher, dass das Gehirn, das du dir jetzt ausdenkst, wo du sagst, das ist mein Gehirn, dass es auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Ich sage, solange du an dieser Geistlosigkeit leidest, wirst du leiden, du Geist. Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der träumende Geist. Und ich setze jetzt mal gleich von vorne weg Behauptungen, über die ich nicht mit irgendeinem Trockennasenaffen diskutiere. Klingt jetzt wieder sehr drohend, meine ich aber überhaupt nicht. Ich bin bloß Liebe, ich drohe keinem Menschen. Darum erwähne ich auch immer wieder, bei Holofeeling wird kein alleinziges Feindbild gepredigt, nicht eins. Und du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas, was in dir als Information auftaucht, unwichtig wäre. Ob das Krankheiten sind, Grieche sind, egal was es ist extrem wichtig für das heilige Ganze. Wenn du weißt, was das heilige Ganze ist, ich könnte es noch einfacher ausdrücken, wenn du irgendwann einmal verstanden hast, was du selbst bist, wenn du aufgewacht bist. Holofeeling ist weder eine esoterische noch eine religiöse und schon gar keine vollkommen geistlose naturwissenschaftliche Spinnerei. Es baut nur auf Fakten auf hundertprozentig sicher überprüfbaren Fakten, wo ich jetzt nochmal einfach sage, die große Masse der Fakten, die mir jetzt im Anfang wichtig erscheinen, kann sogar jedes 13-jährige Kind überprüfen. Hier und jetzt, sofort auf der Stelle. Das heißt, ob das, was ich behaupte, stimmt oder nicht stimmt. Ich könnte jetzt das sagen, das ist eine Glaubensfrage, aber der Glaube, das ist ein Fürwahrhalten. Da gehen wir noch drauf ein, die ganzen Wörter, darum habe ich hier jetzt nur Wörter hingeschrieben, die man sich einmal genauer anschauen werden. Das wird natürlich ewig dauern, du wirst es gleich merken, warum. Die Frage stellt sich nicht, ob Holofeeling stimmt. Wenn du den Gedankengang aufmerksam mitgehst, wirst du nämlich als erstes erkennen, dass ich einfach nur von dem spreche, was jetzt ist, was du als Information überprüfen kannst. Ich behaupte, du denkst dir jetzt einen Trockennasenaffen aus, der ist hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Ich frage dich, wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst? Ich bin mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen rechts unten in der Ecke, der hier. Und das, was du jetzt hörst, ist nicht irgendein Trockennasenaffe, der spricht, sondern du hörst jetzt einen Lautsprecher zu. Es ist hochinteressant, dass du diese Aussagen auf etlichen Selbstgesprächen findest, wenn du Dateien anklickst, aber verstanden hast du das mit Sicherheit in deinem Alltag nicht. Da ist irgendwas in dir drin, das, ich sage jetzt einmal das schöne fränkische Wort, nicht ums Verrecken holen glauben will. Du willst nicht ums Verrecken holen glauben, was wirklich, wirklich ist. Du glaubst wirklich das, lieber das. Ich nenne das immer das Geschwätz des Zweiten, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest.
Und wenn du jetzt sehr aufmerksam zuhörst, werde ich dir hundertprozentig sicher beweisen, dass in dem Moment, wo du meinen göttlichen, ich benutze jetzt einmal das Wort göttlich und nochmal das Pixelmännchen, der Lautsprecher und auch der Gedanke Udo ist mit Sicherheit nicht Gott. Der, der sich jetzt den Udo ausdenkt, und das bist du, ist tausendmal mehr Gott wie irgendein Gedanke von dir. Das ist hundertprozentig sicher. Und dir sollte irgendwann einmal klar sein, dass ein Denker, der sich etwas ausdenkt, prinzipiell, wenn er nicht unbewusst ist, mächtiger ist wie irgendetwas, was er sich denkt. Ob du dir jetzt eine Atombombe denkst oder irgendeinen Wissenschaftler oder einen Monarchen, einen König, einen Kanzler, es sind deine Gedanken und die sind so, wie du sie dir denkst. In der Qualität, in jeglicher Art und Weise und wenn du sie nicht mehr denkst, existieren die nicht mehr. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, dass ein Gedanke, den du denkst, mächtiger ist wie der Denker, dann hast du ein großes Problem. Das nächste Problem, das du hast als normaler Trockennasenaffenmensch bei eigener Definition ist, dass du noch nicht verstanden hast, dass ein Besitzer von etwas was anderes ist, wie das, was er besitzt. Da kann ich seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert, das ich mir jetzt ausdenke, das ist ein einziger Gedanke, das ist nichts, was chronologische Zeit darstellt, ein Fließen von der Vergangenheit in die Zukunft. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Die Worte kommen nicht nacheinander. Und dein Leben, die Bilder, wenn du dir einen Film anschaust, die tauchen immer jetzt in dir auf. Von Augenblick zu Augenblick. Das ist das, was du hunderte Male hörst auf den Selbstgesprächen. Aber wir wollen jetzt in diesem Selbstgespräch sich nicht nochmal ausufern. Eins noch, das ich auch oft erklärt habe. Ich sage immer, ich wiederhole, dass ich so oft wiederhole. Warum mache ich das? Weil ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Tierchen in meinem Traum beobachte, wo ich davon ausgehe, dass hinter der Maske, hinter dieser Persona ein Hauch von mir selbst steckt, von meinem Geist. Ich sage, du bist Geist von meinem Geist. Ich bin du. So beginnen die Selbstgespräche. Dass diese erste Hemmschwelle, die du hast, ich nenne das immer die erste Grundgedankenwelle, da ist einmal ein Zustand, dass irgendwas in dir auftaucht und du reagierst nahezu überhaupt nicht drauf, weil es dich nicht interessiert oder weil du ganz spontan sagst, das ist falsch, das ist verkehrt. Oder unmöglich. Das ist mein vielgepriesenes Beispiel, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn man das erste Mal hört, hat man dieses Gefühl, das geht nicht. Und ich sage dann immer wieder, wenn ich dir die Lösung zeichne, die ganz einfach und offensichtlich ist für jedes Kind, dann zaubert sie dir das ein Lächeln ins Gesicht. Und ich betone nochmal, all deine persönlichen Probleme in Bezug auf den Trockennasenaffen, der du jetzt zu sein glaubst, und all die Probleme der Welt, die du dir ausdenkst, lassen sich genauso leicht lösen, wie man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Dieses große Heureka und den Aha-Effekt der vollkommenen Loslösung deines bisherigen Glaubens, das ist die Befreiung, das ist das Erwachen deines Geistes. Und nochmal, das hat nichts zu tun mit religiöser oder esoterischer Spinnerei, das ist wahrlich geistige Naturwissenschaft in seiner höchsten Form. Und dann wirst du merken, dass diese bisherige Naturwissenschaft, von der du ausgegangen bist, dass das alles hundertprozentig sicher bewiesen wird. Ich beweise dir sofort jeden 13-jährigen Kind hundertprozentig sicher, dass du 98%, 99% von all diesen hundertprozentig sicher bewiesenen Fakten nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Die sind hundertprozentig sicher einfach nur Dogmen und Lügen. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ein Schwämmchen, das sich vollsaugt, mein Schwammbeispiel, das ich jetzt nicht nochmal erkläre, ob ich in einen Studenten, in einen Computer reingebe, dass ein Jesus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde oder dass ich irgendwelche Elektronen und Protonen rumdrehe. Ich sage immer, zeig's mir. Es ist hundertprozentig sicher, wenn du mir das zeigen kannst. Das sind logische Konstrukte, die diese Vorstellungen kann sich nur einer ausdenken, dem man das vorher erzählt. Vorher. Du merkst, ich bin jetzt immer angewiesen, in deiner Sprache zu sprechen. Ich bleibe bei dieser Hälfte. Du hast ein Filter in dir eingebaut, das, ohne dass dir das bewusst ist, bei vielen Erscheinungen in dir auftauchen, sagst du, das stimmt nicht, das ist unmöglich, das gibt's nicht, das geht nicht, und dann wirst du dich nicht mehr weiter dafür interessieren. Das Gegenteil davon, unser Wellendal, ist genau das, dass du mit Sachen, mit Aussagen, mit Behauptungen konfrontiert wirst, die dir hundertprozentig logisch erscheinen und dadurch auch für dich hundertprozentig sicher sind, obwohl du diese Aussagen nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest.
Und diese zwei Filter, diese zwei gespiegelten Filter machen dich vollkommen blind. Und die laufen in dir, wenn du ein im normalen Sinne deines bisherigen Wortverstandes ein normaler Mensch, ein normierter Mensch bist, wenn du religiös bist, du leidest an der Arroganz der einseitigen Rechthaberei. Und was ich dir jetzt sage und was ich oder wer ich in Wirklichkeit bin, das wirst du irgendwann einmal mitbekommen. Ich ist nicht der Udo nochmal. Das ist jetzt nur ein Lautsprecher und ein Pixelmännchen. Und wenn du jetzt einen Schritt weiter denkst und du denkst dir, dass diese Aufnahme ja irgendwann einmal gemacht wird und da einer vom Computer setzt, dann wird es für dich so sein. Es wird immer alles genauso sein für dich, wie du dir das ausdenkst. Drum empfindest du dich ja auch als den Säugetier, das Säugetier, das du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst. Weil du Geist glaubst, dass du ein sterbliches Säugetier bist. Aber nochmal, du bist der, der sich das ausdenkt. Und in dem Augenblick, wo du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist, der seine ständig wechselnde Information anschaut. Diese Metapher mit dem träumenden Geist, ich lasse jetzt das gut sein, das kannst du dir in allen Variationen anhören, wenn du es noch nicht gehört hast, oder du kannst es sein lassen, auf die Freiheit. Du wirst älter werden, du wirst leiden, du wirst ums Überleben kämpfen, du wirst sterben. Das ist keine Drohung, es ist dein Glaube. Gehe ich einmal davon aus, weil ich mich jetzt die Freiheit nehme, den, der mich ausdenkt, diesen Glauben zuzusprechen. Du wirst wieder in einen neuen Traum aufwachen und du wirst reinkarnieren. Das ist jetzt diese hinduistische Schiene unseres Lebens, dass man mit aller Gewalt meint, man müsste diese Reinkarnationen unterbrechen. Ich schwöre dir, ich weiß, wovon ich spreche. Keiner weiß es besser wie ich. Und nochmal, dieses Ich ist nicht irgendein Trockennasenaffe, ein Gedanke von dir selbst. Ich bin der, der dich jetzt ausdenkt. Und da meine ich jetzt nicht den, der vom Computer sitzt. Du musst diese vier Ichs verstanden haben. Die ist auch alle erklärt, ich sage immer wieder auf weit über 20.000 Seiten und es schreckt dann immer wieder ab. Aber wir machen das jetzt mal ganz einfach, dass wir wirklich einmal einsteigen. Ich will dir mal zeigen, was Worte bedeuten. Diese kleine Fähigkeit, aus einem Wort viele, viele verschiedene Informationen zu machen, das in dir auftaucht. Ich nehme normalerweise immer dieses Beispiel mit Krebs. Wenn du nur das Wort Krebs hörst, an was denkst du? Du denkst an das Wort Krebs. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Wort Nichts. Und wenn du an alles denkst, denkst du an das Wort Alles. Das ist einmal der erste Zustand. Aber jetzt kommt dann bei dem Wort Nichts eigentlich nichts mehr. Ich sage immer wieder auch, das Wort Nichts ist ein Gedanke. Aber das steht symbolisch für etwas, was nicht gedacht werden kann. Bei dem Wort Krebs sieht es natürlich anders aus. Da ist jetzt die große Frage, was löst das Wort Krebs in dir für eine Vorstellung aus? Und darum ist es immer wieder, wird es immer wieder wiederholt. Schalentier, astrologisches Sternzeichen. Die Krebsfuge habe ich jetzt in den Dacheles-Reden, die ich dir dringend nochmal ans Herz lege, dir die komplett anzuhören. Da wirst du dann feststellen, dass je nachdem, wann du jetzt da einsteigst, dass du vielleicht bloß 400 Klicks drauf sind oder 1000 Klicks drauf drin. Ich sage immer wieder, unter die ersten 400, die haben es begriffen. Die sind neugierig, die sind gierig auf jedes Selbstgespräch. Was natürlich dann, wenn man die öfter hört, sich das immer wieder wiederholen muss. Aber da lehrt die Erfahrung, ich sage jetzt normal gesprochen, in deinem raumzeitlichen Verständnis, du musst es 20 Jahre wiederholen und plötzlich kriegst du das große Heureka. Und dann fragst du dich, warum habe ich jetzt so lange gebraucht, diese ganz einfachen Sätze zu verstehen? Ich will dir jetzt zeigen, wie du dich selbst erforschen kannst über die Sprache. Das, was du brauchst, ist Neugier. Nur wer neugierig ist, lernt. Alles, was du aus Kaufmannsdenken lernst, ist Kaufmannsdenken, ist kein Lernen, sondern eine Selbstprogrammierung. Dass du dir, ich sage, das ist wie wenn du dir ein Virus einfängst. Wenn wir uns jetzt einen jungen Trockennasenaffen mit 20 Jahren ausdenken, das ist wie ein Computer, der ein erstes Programm, ein Betriebssystem bekommen hat. Das ist dieses Schulwissen, die Erziehung aus Elternhaus und Schule. Da gehört die Religion dazu. An den Schwamm-Beispiel denken. Das Schwämmchen, der kleine Mensch, der auf die Welt kommt, wenn ich den in irgendein System, in eine Kultur reinschmeiße, dann saugt er sich wie ein Schwamm voll. Und er wird der Religion in der Regel angehören, in der er groß wird. All das, was ich jetzt spreche, sind Worte. Und es löst in dir Vorstellungen aus von einer Welt da außen. Ist alles so unheimlich logisch, bloß die Wirklichkeit ist ganz anders. Es ist eine Matrix, ein Computerprogramm. Da reden viele mittlerweile in deiner Welt drüber, was sie aber nicht dran hindert, in irgendeiner Art und Weise auch nur im geringsten
zu bezweifeln, dass die Welt auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Ich verweise immer und immer wieder an die ersten zwei Gebote. Dieses mach dir kein Bild von Gott, hast du eigentlich zuerst einmal, mach dir kein Bild von dir selbst. Gott ist der Schöpfer, der alles aus sich herausschöpft, und ein ausgedachter Gott ist nur ein Geschöpf. So, und jetzt gehen wir mal rein und wir werden uns jetzt einmal Worte genauer anschauen. Ich würde jetzt das gern durchgehen, diese kleine Liste. Das ist ganz willkürlich, wo ich in den Sinn gekommen bin, die es wert sind, sich das genauer anzuschauen, bis hin in die Physik. Aber die Schwierigkeit, die wirst du gleich merken, dass sobald ich etwas genauer werde, wirst du dieses Prinzip erkennen, dass ich sage, jedes einzelne Wort, das wir anschauen, es ist bei mir 400 Seiten Buch da. Es ist ein Riesen, eine Kollektion von Wissen. Und jetzt ist ganz wichtig, ich weiß das, und jetzt meine ich mit ich ganz gezielt diesen Udo, den du dir ausdenkst. Ich weiß das nur, weil du dir das jetzt denkst. Die Schwierigkeit ist, du kannst jetzt auch denken, der ist ein Schwätzer, der kann das ja gar nicht. Dann wird es für dich so sein und ich werde aus deinem Leben wieder verschwinden, weil du keine Videos mehr anklickst von Holofeeling. Und dann geht dein Leben ganz normal weiter, wie du es dir eben ausdenkst. Du wirst jetzt merken, dass die eigentliche Erlösung so unendlich einfach ist. Es ist nur die Kunst des Loslassens. Des Loslassens vom eigenen Glauben. Wichtig bei Holofeeling, dass es hier nicht darum geht, den Glauben zu ändern. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und es beginnt mit der ersten Überschrift des ganzen Offenbarungswerkes. Da heißt es, ich bin du und du bist ich. Das ist ein Selbstgespräch. Das heißt, da muss jetzt einer sein, der sich den Zuhörer ausdenkt. Egal, an wen du jetzt denkst, wer für dich der Zuhörer ist. Ein ausgedachter Zuhörer ist kein Zuhörer. Und der sich den Sprecher ausdenkt, ein ausgedachter Sprecher ist auch kein Sprecher. Das sind Dinge, das sind Gedanken. Gedanken sind immer untrennbar mit dem Denker verbunden. Und wir haben festgestellt, ein Denker ist prinzipiell immer die Quelle für das, was er sich denkt. Alles, was du denkst, existiert in dem Moment, wo du es denkst. Aber jetzt lasse ich das wirklich gut sein. Wenn ich das immer wieder wiederhole, ist, weil ich merke, dass für mich jetzt in dem Moment, ich will jetzt keine Zahlen nennen, ich sage einfach mal viele Geistesfunken, wie ich das nenne, sich dieses Selbstgespräch anhören und du bist einer davon und ich schaue jetzt in deinem Kopf rein und du hast es noch nicht verstanden, auch wenn du es glaubst. Weil wenn du mich wirklich verstanden hättest, das heißt, wenn du dich selbst verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst und mit nichts in irgendeiner Art und Weise ein Problem. So, wir schauen uns jetzt ganz einfach mal wir gehen mal etwas tiefer in die Vordersprache. Und dazu lassen wir jetzt einmal dieses kleine Video am Anfang laufen. Mal schauen, was passiert. Na. Professor und Student unterhalten sich. Mal ist das einmal. Ich muss das ja so. Thema: Gibt es Gott? Ein atheistischer Professor der Philosophie unterrichtete seine Klasse über das Problem, das die Wissenschaft mit Gott, dem Allmächtigen, hat. Er bat einen seiner neuen christlichen Studenten aufzustehen und fragte ihn: Du bist Christ, stimmt's? Ja. So, das ist schon die erste Frage. So ein allgemeiner Begriff von Christ. Was bedeutet Christ? Ich kann jetzt vielfältig auflegen, wichtig ist mir jetzt erst einmal, ich würde jetzt erst fragen, wenn einer auf die Frage, bist du ein Christ, antwortet ja, dann würde ich ihn fragen, was für einer. Das ist sehr, sehr tiefgreifend. Christ als Ganzes gibt es in deiner Welt überhaupt nicht. Ich frage dich, bist du ein Katholik, ein Zeuge Jehovas? Wir können jetzt wirklich, wenn du schaust, 600 Christliche, ein Amish, ein Hutterer, ein Protestant. Und alle behaupten, sie sind Christen. Das Erste, was ich dir jetzt sage, was hundertprozentig sicher ist, eins der ersten, ich sage jetzt einmal ganz ironisch, verstehe es, wie du es willst, meiner ersten Gebote ist, liebe deine Feinde. Wenn ich sage, liebe deine Feinde, heißt das nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn du durch einen Zoo gehst, du kannst all diese Kreaturen, all diese Geschöpfe, wo du irgendwann einmal erkennen wirst, dass du die selbst aus dir herausschöpfst als träumender Geist, die kannst du lieben. Du
Du musst da nicht in einen Dicherkäfig reingehen und einen Dicher abbusseln, du kannst ihn trotzdem lieben. Und auch diese Eigenartigkeit, dieses eigenartige Wesen bewundern, so wie es, wenn du in die Welt der Belletristik, in die Welt der Romane reingehst, du siehst unendliche Vielfalt von, ich sage immer, Trockennasenaffen-Charakteren bewundern kannst. Die Guten wie die Bösen. Die einen gibt's nicht ohne die anderen. Das ist wie Wellenberg und Wellendal. Liebe deine Feinde. Bring mir einen einzigen Christen, der sich Christ nennt, der nicht voller Feindbilder trieft. Bist du Christ? Dann schau mal in dich rein, über wie viele Sachen du dich aufregst. Schau mal, wie böse du bist, wie viele Sachen du in deiner Welt vernichten willst. Wir sind nur bei dem Wort Christ, wir haben das Wort Christ noch nicht einmal genauer angeschaut, was das wirklich bedeutet. Und ich kann dir gleich sagen, dass du zuerst einmal hörst, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas in dir auftaucht, was nicht stimmt. Die Problematik liegt nicht an dem, was in dir auftaucht, sondern wie du auf die Reizauslöser reagierst. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie reagierst, was magst du auf Reizauslöser? Was zum Beispiel denkst du bei dem Wort Umwelt? Wir schauen uns das einmal an. Du wirst jetzt das Wort Umwelt und jetzt ist der einfache Weg, wenn du eine Reise in die Sprache machen willst, haben wir zwei Möglichkeiten. Das erste ist schlichtweg und einfach, wir gehen jetzt hier, das ist jetzt nur eins von vielen, das DWDS, das Wort Auskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart. Da haben wir nämlich eine kleine Etymologie-Duden mit dabei. Wir schauen nochmal, was da drin steht, was im Deutschen Umwelt bedeutet. Wir können natürlich auch jetzt in das große Wörterbuch von Grimm reingehen. Du hast vor dir einen Computer, der ist ja so unendlich gescheit, den du dir ausdenkst. Ein Riesenhilfsmittel, das hier und jetzt ausgedacht vor 40 Jahren eigentlich noch nicht existiert hat. Und wir können jetzt einmal nachschauen im Allgemeinen. Da heißt jetzt, hast du mal eine Umwelt, ist die Gesamtheit der natürlichen, von Menschen geschaffenen und vom Menschen geschaffenen Lebensbedingungen. Die Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umgebung. So, jetzt lass es auf dich wirken. An was denkst du bei dem Wort Natur? Das Wort Natur löst jetzt in dir einiges aus und ich kann dir jetzt gleich sagen, wir können jetzt nur dieses Wort Natur anschauen, wenn wir vielfältiger sind, wieder mal die Natur selber eingeben. Und jetzt gibt es dieses Geheimnis durch Holofeeling, das ist der Programmcode der Matrix, das ist die Vatersprache selber, die dir bekannt sein dürfte, zumindest wenn du unter die ersten 400 Klicks hörst dieses Videos. Und ich sage immer wieder, wir hebraisieren das zuerst einmal. Wir machen hier, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir machen jetzt ein N, dann machen wir ein T und dann machen wir ein R. Und dann klicken wir das einmal an. Und da ist jetzt, wir können das rot-blau lesen. Das setze ich jetzt einmal voraus, dass du das weißt. Und das heißt, erst einmal, wenn wir das mit einem T schreiben, wenn wir das jetzt blau machen, ist die Existenz, ist eine Spiegelung einer Berechnung. Wir bleiben einmal in den blauen Bereichen. Und da kommt jetzt hier Nachtragen von Groll. GR ist was Fremdes, der Geist fängt an zu rollen. Folg einfach meinen Worten. Wenn ich jetzt hier die Natur setze mit TR, da wird es jetzt schon interessanter, da ist jetzt das Natron, das heißt auffahren, aufspringen, davonspringen, entspringen, erlauben, herausschütteln, hüpfen, lösen, losmachen, etwas losmachen. Die Natur, wenn die Natur zum Leben beginnt, dann springt etwas in dir auf. Jetzt kommt die große Schwierigkeit, wenn du da reinschaust, dass da sehr kompakt sehr viel drinsteht, aber das ist wirklich nur ein kleiner Hauch. Wie viel Zeit nimmst du dir, dir das genauer anzuschauen? Du wirst jetzt, wenn du in der Selbst, dich selbst beobachtest, feststellen, dass du so unheimlich oberflächlich bist. Dass man über was drüber fliegt und jetzt kommt dieses Filter, das interessiert mich nicht, das verstehe ich nicht. Und das macht dich blind. Du wirst das ewige Leben ganz bewusst erleben. Das ist jetzt ein göttliches Versprechen. Ich weiß schon auch, was das Wort Gott in dir auslöst. Das ist lauter so Zeug. Erst wenn du neugierig wirst auf dich selber. Solange du dich in der Welt verlierst, die du dir ausdenkst, an diesen vergänglichen Freuden verlierst, wirst du dich immer wieder zum Narren halten. Bis in alle Ewigkeit. Zeit spielt in diesem göttlichen Spiel überhaupt keine Rolle. Ich gehe mal zur Umwelt. Das jetzt dann heißt natürlich auch, diese existierende Schöpfung ist eine Reihe. Das ist Dürr. Aber darum wollen wir nicht, ich will das Wesentliche jetzt nur herausziehen. Das heißt, erst einmal, die Natur ist die Welt. Was ist die Welt?
Da steht jetzt die Erde, das Universum und die gesamte Realität. Ich greife jetzt einmal auf das Hebräische zurück, auf die Vatersprache. Und wohlgemerkt, Deutsch und Hebräisch, ich rede nicht von Ivri, nicht von dieser von dir ausgedachten hebräischen oder Judensprache. Ich rede jetzt von einem göttlichen, arithmetischen System der Matrix. Das heißt, wir haben immer verschiedene Möglichkeiten. Wenn du Worte erforscht, die Welt deiner Worte, deiner Weltvorstellung erforschen willst, brauchst du zuerst einmal ganz am Anfang, das ist das erste Hilfsmittel, Metaphern. Es ist eine symbolische Metaphersprache. Und jetzt pass auf, du stellst dir vor, wir haben zwei Bereiche. Wir haben dieses Diesseits, in dem du lebst. Ich sage jetzt nochmal ganz klipp und klar, das ist eine Traumwelt. Eine Welt, die von einem träumenden Geist erlebt wird, der sich selber in diese Welt als sterblicher Trockennasenaffe hineindenkt. Das behaupte ich jetzt. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich sage, da geht's. Du wirst merken, das kann man auch hundertprozentig sicher beweisen. Aber das mir setzen, das ist meine Grundannahme. Das ist eine Traumwelt, du bist ein träumender Geist. Und jetzt sage ich gleich von vornherein, der bist du natürlich nicht. Du bist derjenige, der sich jetzt einen träumenden Geist ausdenkt. Geh meinen Gedankengang mit. Begeh niemals den Fehler, dich mit einem Gedanken von dir selbst zu verwechseln. Du stehst immer eins über dem, was du dir denkst. Du bist mächtiger wie Gott. Was ist Gott jetzt? Wo war Gott, bevor ich das Wort Gott ausgesprochen habe? Ja, der ist ja im Meer da. Das ist natürlich, jetzt müsste ich wissen, dass dieses im Anfang erschuf Gott, dass dieses Wort, das da in der hebräischen Tora drin steht, dass das eigentlich Gott das Meer heißt. Der ist ja im Meer da. Und was ist nicht immer da? Ja, die Wellen, die im Meer auftauchen, aus dem Meer entspringen, das sind Geschöpfe. Ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf. Wie, ob ich jetzt an einen Stein denke, ob ich an einen Baum denke oder ob ich an Gott denke. Es ist ein Gedanke, eine Information, die in mir auftaucht. Und jetzt sage ich, wir haben das Diesseits und wir haben das, was die Religion Jenseits nennt. Jenseits des Diesseits. Was ist jenseits der Traumwelt? Der irgendwie die Wirklichkeit des träumenden Geistes. Aber wie sieht die Wirklichkeit des träumenden Geistes aus? Das wirkende Licht. Das Wirklicht, das wirkende Licht, sage ich immer dazu. Und jetzt kommt die Metapher, die wichtig ist. Diese Metapher besteht darin, dass ich sage, okay, du brauchst, um in ein geheimnisvolles neues Reich zu kommen, in das göttliche Reich, in das Himmelreich, das überhaupt nichts mit den Vorstellungen zu tun hat, die dir die Religion erklärt. Was erklärt dir die Religion? Du kommst dann in eine höhere Ebene, in das Himmelreich rein. Und das Schöne ist, das ist im Prinzip, stellt man sich das vor, dieselbe Welt wie jetzt, bloß dass das Negative weg ist. Es ist eine Welt, wo nur noch die Sonne scheint, wo keiner mehr krank ist, wo es keine Grieche mehr gibt. Und ich erkläre immer wieder das Prinzip, eine Welt, die nur die Sonne scheint und wo es nicht mehr regnet, da trocknet alles aus. Und eine Welt, wo nur Frieden ist, Frieden, da haben wir ja Frieden, die Frucht des Paradieses, aber kein Krieg mehr ist. Ich sage immer, das Krieg ist Zerstörung. Du brauchst die Zerstörung. Wenn du diese einfachen Sätze nicht verstehst, wenn ich sage, der Säugling muss sich vollkommen auflösen, dass er ein Schulkind wird, das Schulkind muss sich auflösen. Wenn du mal hier einige hundert Selbstgespräche angehört hast, ich wiederhole das immer wieder. Und wieso wiederhole ich das? Weil du ganz einfach, wenn du dich selber beobachtest, feststellen wirst, dass du das nicht verstanden hast. Es muss nur deine Waschmaschine kaputt gehen. Und dann regst du dich schon wieder drüber auf. Dann wird die repariert, dann wird dran rumgebastelt. Jetzt kommt natürlich das Öko-Denken, der Haushalt, so viel Schutt, nicht immer alles neu kaufen. Man muss das ja möglichst lange halten. Das ist ein materialistischer Wahn ohne Ende. Und du wirst jetzt merken, das klingt jetzt ganz schlimm, was ich dir sage, weil das für dich unlogisch ist. Ich will dir als erstes einmal erklären, was ein Genie ist. Ein Genie ist erst einmal ein ausgedachtes Genie. Wir definieren jetzt einmal einen Trockennasenaffen als Genie. Der Genie sieht all das, was jeder andere auch sieht. Das heißt, er ist in der Lage, sich in jeden Gedankengang eines Menschen, der in ihm auftaucht, sich reinversetzen zu können. Er kann aber dieselben Sachen auch etwas anders sehen. Das ist mein Dassenbeispiel. Wenn einer behauptet, rechts, der Henkel ist rechts, rechts ist richtig, der kann auch sehen, dass links genauso richtig ist. Er muss nur seine geistige Position verändern. Du wirst merken, dass du in der Lage bist, in alle Köpfe, die du dir ausdenkst, reinzuschauen. Du bist eigentlich der Einzige, der da reinschauen kann, weil du derjenige bist, der sich die ausdenkt. Das ist meine kleine Geschichte mit der Kiste. Wenn du zu den ersten 400 Klicks gehörst, dann kennst du die.
Wenn du nicht dazu gehörst, musst du dir viele vorhergehende Selbstgespräche anhören und bei dir das klar werden. Ich sage, wenn du an eine Kiste denkst, dann existiert die Kiste erst in dem Moment, wenn du sie denkst. Sie wird aus dem Material bestehen, diese Kiste, die du dir ausdenkst, aus dem Material, das du dir denkst, aus dem die Kiste besteht. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist in der Kiste drin, die du dir ausdenkst, dann wird in der Kiste genau das drin sein, was du dir denkst, das drin ist. Es ist übrigens komischerweise erst in der Kiste was drin, wenn du dir in die Kiste was hineindenkst. Jetzt schaust du mal unten das kleine Pixelmännchen an und ich frage dich, was ist in dem sein Kopf drin? Vielleicht bist du zu blöd und sagst ein Gehirn. Ich sage, wie soll in einem Pixelmännchen ein Gehirn drin sein? Das heißt, du denkst dir jetzt schon wieder einen Trockennasen auf den Kopf aus aufgrund dieses Pixelmännchens da unten in der Ecke und du denkst dir, dass da ein Gehirn drin ist. Es wird immer genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Also gut, wir machen jetzt einmal die Welt, es ist vielfältig, wir machen jetzt ganz neue Sachen, wo wir weitergehen und da haben wir jetzt dieses Schöne, da gehen wir jetzt einmal WLD ein, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn du zu den ersten 400 gehst, gehe ich einmal davon aus, dass du das Gröbste mittlerweile verstanden hast. Das sind jetzt nur die hebräischen Zeichen. Diese Buchstaben, das ist ein W, das ist ein Ein, das ist ein Lamed, das ist ein Taf, das ist praktisch Welt. Und dann klickt man das einmal an. Und das ist jetzt die offiziellen, was hier steht, sind offizielle, ich sage mal israelische Übersetzungen. Das ist jetzt nichts Zusammengereimtes. Da unten sieht es aber ein anders aus. Das ist dann vervollständigt. Das heißt jetzt hier mehr oder weniger W-I-L-D, Welt. Das W steht für und, das Brandopfer. Das heißt, wir können das W einmal wegschmeißen. Wir machen bloß das I-L-D, weil ein Waffe am Anfang immer für uns steht. Und das ist jetzt das Brandopfer. Bin ich drauf eingegangen, da haben wir schon einen polaren Rand und wichtig ist ein Brandopfer. Das heißt, da ist ein Rand, ein polarer Rand oder im Rand, B als Vorsilbe im Hebräischen und das musst du opfern. Ich nenne das Gedankenwellen. Ich komme ganz kurz zurück zu dieser Metapher nochmal, wenn du diesen geheimnisvollen neuen Bereich betreten willst. Und jetzt kommt ein Schlüsselbegriff. Du brauchst eine Tür, eine geheimnisvolle Tür und die lässt sich nur mit einem Code öffnen. Wenn du den Code hast, das ist Holofeeling, das ist die Ohrenbarung. Das ist ein göttlicher Code, ein Code, in dem du mehr oder weniger die Entschlüsselung der Matrix, mit der die Welt, die du dir ausdenkst, erzeugt wird. So wie ich ein Programm brauche, um eine computeranimierte Wirklichkeit erzeugen zu können, entweder auf einem Bildschirm oder natürlich noch realer auf einer VR-Brille, dreidimensional, real, fotorealistisch, brauche ich eine Programmstruktur, diese Programmstruktur, und das ist jetzt das große Geheimnis, ist die hebräische Tora. Mit dem Hebräischen, den du dir jetzt ausdenkst, hat es nichts zu tun. Das nächste, du musst Deutsch sprechen. Du musst Deutsch denken. Ein von dir ausgedachter Mensch, der nicht Deutsch beherrscht, der wird es niemals verstehen. Ich könnte jetzt definitiv sagen, es wird kein Italiener, kein Franzose oder sonst wer von Geburt an ins Himmelreich kommen. Und jetzt ist es ganz wichtig, da stürzt natürlich jegliche Form von Logik ab. Jetzt schreit dein Filter unmöglich, was ist das für ein Schwachsinn, sofort auf. Und das Erste, was ich dich jetzt bitte, lege diese Arroganz deiner Vorurteile ab, sondern warte meine Erklärung ab. Ich garantiere dir jetzt, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du das nicht ablegst. Deine Vorurteile, die übrigens gar nicht deiner Meinung entsprechen, es ist ein anerzogener Schwamminhalt. Die Erklärung ist relativ einfach. Egal welchen Menschen du dir jetzt denkst, welchen Trockennasenaffen du dir denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Und solange du hundertprozentig sicher bist, dass der auch dann da außen rumläuft, natürlich jetzt logisch gedacht, vorausgesetzt, er lebt noch, wenn du nicht an ihn denkst, dann sag ich, solltest du dich zuerst einmal ganz gewillig auf deinen ausgedachten Hintern setzen und solltest dir mal Gedanken machen, was 100% sicher bedeutet. Ich habe am Anfang behauptet, dass ich dir beweisen werde, dass 98-99% der Glaubenssätze von esoterischen, religiösen und naturwissenschaftlich geistlos verbildeten Menschen, kleingeistigen Idioten, eigentlich nicht geistigen Idioten, Sachen sind, die hundertprozentig sicher nicht so sind, wie sie glauben, dass es ist, weil sie können es nicht einmal überprüfen, wenn sie wollten. Es ist für sie nur so, weil es ihnen logisch erscheint. Ich erkläre dir,
Das heißt, den Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der sich das Pixelmännchen ausdenkt, der sich eine Welt ausdenkt und der sich jetzt selbst als Trockennasenaffen ausdenkt, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört, das irgendwo aus dem Internet kommt. Was du bist, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Was ich hundertprozentig nicht mache, dass ich dir vorschreibe, was du glauben sollst. Dieses Wort Glauben, wir müssen jetzt in den Glauben reinspringen, das ist ein Fürwahrhalten. Der Glaube als Ding an sich, wir geben das einmal in DWDS ein, und das ist ganz schlicht die klassische Bedeutung. Und das ist das Trügerische, das sage ich ja zugleich von vornherein. Da gehe ich auf hunderte von Wörtern, tausende von Wörtern ein. Das auf einer inneren Überzeugung beruhende Fürwahrhalten von Dingen, Erscheinungen, die Objekte, die nicht bewiesen sind. Das ist das Verrückte, wie definiere ich Beweis? Beweise mir, dass es Wassermoleküle gibt. Da ist ein blinder Fleck in der Naturwissenschaft oder Elektrone oder Photone. Du wirst so erzogen in den Schulen, dass das bewiesen ist. Und dann wird dir ein Erklärungsmodell gegeben und dann kannst du dir das ausdenken. Beweise mir, dass es ein heliozentrisches Weltbild gibt. Mir ist vollkommen klar, dass das jetzt vollkommen logisch in dir ist. Aber jetzt kommt der große springende Punkt. Jetzt sage ich, statt träumender Geist, sage ich jetzt, du stellst dir vor, du wärst ein Computer. Einfach nur ein Computer ohne Betriebssystem, ohne irgendetwas. Ich sage immer wieder, das wäre ein träumender Geist, der schläft ohne zu träumen. Ein Nichts, ein nicht denkbares Nichts. Da ist schon das Verrückte, wenn du an einen träumenden Geist denkst, denkst du, jetzt hast du mal einen Trockennasenaffen, der da liegt und schläft. Und jetzt ist die Frage, ob er träumt oder nicht träumt, ob er in seinem Kopf Bilder sieht oder nicht sieht. Das sind aber alles Sachen, die du dir ausdenkst. Der schlafende Trockennasenaffe, der jetzt weder träumt oder nicht träumt, das ist ein Gedanke von dir, der nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst. An was denkst du bei dem Wort Geist? An irgendwas in deinem Gehirn? Wo ist das Gehirn, wenn du nicht an das Gehirn denkst? Es ist für dich so hundertprozentig sicher bewiesen, dass dort dein Körper auch dann da ist, wenn du nicht an diesen Körper denkst, der du zu sein glaubst. Denk wieder an den Satz, einer, der etwas besitzt, ist was anderes, wie das, was besessen wird. Da kann ich auch wieder tausende Male sagen, du behauptest, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Auto, ich habe einen Körper. Du wirst nicht sagen, ich bin die Wohnung, ich bin das Auto. Aber wie sieht es aus, wenn du an den Körper bist, den du hast? Das ist Geistlosigkeit, absolute Geistlosigkeit, Entgeistigung, und an der leiden alle von dir ausgedachten Menschen. Und weißt du wieso? Weil du dir die so ausdenkst, bloß es ist dir noch nie aufgefallen. Du verwechselst dich nämlich auch mit einem dieser geistlosen Menschen. Was der Geist als Ding an sich ist, das weiß überhaupt keiner. Das würdest du alles erfahren, wenn du anfängst, hier diese Worte einmal, was bedeutet eigentlich objektiv, subjektiv, ein Adjektiv. Das habe ich übrigens alles schon in Ansätzen, in Selbstgesprächen erklärt, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst wirst du feststellen, dieses Wort, wenn ich jetzt anfange genauer zu betrachten, wird es ein 400 Seiten hoch. Ich habe da keine Probleme damit. Mir ist wichtig, dass du hier zuerst einmal dir klar machst, das Geheimnis liegt bitte in Hebraisieren, da haben wir GL, ich kann jetzt das Rot lesen, dann ist es das geistige Licht und die Beschwörungskunst. Auch, ich sag, wenn du zu denen der ersten 400 Seiten gehörst, die ersten 400 Klicks mit in dieser Gruppe bist, hast du dich schon das zigfach angehört, darum lasse ich das, und wenn du nicht dazu gehörst, dann hast du jetzt die Freiheit, erstmalig dich dafür zu interessieren oder es sein zu lassen. Das ist übrigens, du entscheidest letztendlich über ewiges Leben oder ewigen Tod. Werf den lieben Gott, schon wenn ich das immer höre, den lieben Gott, wir werden da gleich weitermachen. Das ist jetzt unsere Umwelt. Jetzt pass auf, wenn ich das hebräisiere, ich sag's dir einfach, er heißt erweckt, erwacht, die E heißt Wissen, das erweckte Wissen. Die Welt ist das Brandopfer, das heißt den polaren Rand oder im Rand, das ist die Welt der Gedankenwelt. Du bist der, der immer ist, im Meer, du bist immer da, du Geist bist was Unvergängliches, Unsterbliches. Also solltest du jetzt meinen, dass ich dir drohe, dass du stirbst, dass du vernichtet wirst. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, und nichts kann man nicht vernichten. Selbstverständlich kann ich das Wort nichts vernichten, das ist schon weg, wenn ich es nicht mehr denke. Nichts. Ein kurzes Aufblitzen einer Gedankenwelle, aber diese Gedankenwelle ist nicht das, was nichts ist. Sie ist ja etwas. Dann haben wir Universum, was ja eigentlich in eins gekehrt heißt, aus dem Lateinischen übersetzt. Dieses in eins gekehrte. Jetzt habe ich sofort im Gedanken wieder 400 Seiten Buch.
Dass ich jetzt zum Beispiel dieses klassische, der Tetraederspiegelbeispiel aus den Ohrenbohrungen, dass du um dich rum, wenn du hier in einem verspiegelten Tetraeder stehst, siehst du, und du wärst ein kleines Licht, dann hast du um dich rum unheimlich viele Lichter. Das ist wie wenn du im Zentrum des Universums sitzt und um dich rum unheimlich viele Lichter hast, die du dir ausdenkst, aus dir herausdenkst. Diese Spiegelungen, schau die letzten Videos an. Ich sage immer wieder, gib dir die Dacheles-Reden, Teil 1 bis Teil 7. Fiegenstall, Bleinfeld, diese letzten Vorträge. Jeder für sich ein Kleinod an göttlicher Weisheit. Übrigens nicht diskutierbar, außer du bist voller Feindbilder, aber dann bist du es nicht wert, dass du überlebst. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Klingt wieder wie eine Drohung. Ich drohe, wie will ich einen Gedanken von mir drohen? Dass ich ihn nicht mehr denke? Weißt du, die simpelsten Fragen erfordern die simpelsten Antworten. Oder die gehören zu den simpelsten Antworten. Pass auf, ich frage dich jetzt ganz einfach, was musst du tun, um einen Gedanken von dir am Leben zu erhalten? Geht es überhaupt? Was ist ein Gedanke als Ding an sich? Dir müsste klar sein, dass jeder Gedanke, den du denkst, durch das Denken des nächsten Gedanken zerstört wird. Jetzt denk an deine Menschheit, was war die ganze Zeit? Ach so, die ist auch dann da außen, wenn du nicht dran denkst. Ist dir noch nie aufgefallen, dass du dir ein Heer von geistlosen Trockennasen auf dem Ausdenkst, die du Menschen nennst? Sogenannte Medim im Hebräischen. Schauen wir uns einmal die Medim an. Das schreibt sich MT, machen wir das einmal ganz klein, das sind die Kriegsleute. Rechts bekriegt links, die Katholiken bekriegen die Protestanten, natürlich auf eine scheinheilige Art und Weise, wir sind ja alle Brüder. Ob das politische Parteien sind, die ganzen Gruppierungen, die in dem Wahn leben, zu glauben, sie hätten Recht und alle anderen wären Idioten. Jetzt komme ich und ich sage, ihr habt alle Recht, aber nur ein bisschen. Das ist das ein Beispiel. Das ist also hier unten blau gelesen, sind das zuerst einmal Gestaltwerdungen, sind gestaltgewordene Wassergedankenwellen, gestaltgewordene Erscheinungen. Wir können das natürlich rot machen, dann ist das symbolische geistige Meer, ist das immer da sein, aus dem diese Gestaltwerdungen entspringen. Das ist das hebräische Wort für Tod. Dieses Kreisen von zwei Erscheinungen. Auf Lateinisch heißt es so viele lebende Leichen. Und das heißt auch sterben. Da wird es natürlich interessant, weil wir jetzt hier raumzeitliche Erscheinungen sind, erweckte polare Existenzen stehen haben. Und die Modim, da müssen wir halt jetzt das M da hinten noch mit dran machen, das IM, was ja das hebräische Wort für Meer heißt. Dann kriegst du plötzlich die Leute, die Menschen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du wirst irgendwann einmal begreifen, du kannst die Menschheit nicht überleben lassen. Wenn du verstanden hast, dass in der Zukunft sowieso nichts passiert. Du wirst irgendwo überleben, was gar nicht existieren kann. Dir wird irgendwann einmal bewusst werden, dass das Einzige, was überhaupt was existieren kann, ist hier und jetzt. Eine hier und jetzt ausgedachte Zukunft. Du versuchst, das ewige Himmelreich in der Zukunft irgendwo anders zu erreichen. Das heißt, es ist noch nicht hier und jetzt. Erreicht hast du es, wenn es hier und jetzt ist. Alles, was in dir auftaucht, taucht hier und jetzt in dir auf. Das ist hundertprozentig sicher. Das, von dem ich jetzt rede, unterscheidet sich gewaltig von den ganzen Spinnern, die in dir auftauchen, die vom ewigen Hier und Jetzt reden. Die reden, weil sie nachplappern. Das sind Rezitierchen. Wenn ich dann immer sage, und wenn du einen Vortrag dir anhörst, egal ob der jetzt real ist, dass du als Trockennasenaffe das erlebst, oder du schaust dir Video an, die erklären dir was vom hier ewigen Hier und Jetzt, und zwei Sätze weiter sagen, und vor 5000 Jahren haben die Maya dieses oder jenes gemacht, oder wurde vor 2000 Jahren wurde Jesus gekreuzigt. Hier und jetzt. Ich sage, es wird jetzt diese Aufnahme gemacht und die hörst du jetzt an. Und wenn ich jetzt sage, die Aufnahme wird im Waisenbuch gemacht, dann ist dieses Waisenbuch hier und jetzt in deinem Kopf. Dass du dir jetzt woanders hin denkst. Du denkst dir den Aufnahmeort woanders hin, räumlich, und du denkst dir den Zeitpunkt der Aufnahme in die Vergangenheit. Aber dieses woanders ist jetzt in deinem Kopf und der Zeitpunkt der Aufnahme, es wird hundertprozentig sicher jetzt aufgenommen und du hörst dir das jetzt hundertprozentig sicher jetzt an. Wenn du das verstanden hast, hast du fast alles verstanden. Und wenn der Zweite sich wieder einmischt, ist da etwas drin, das dich ständig hindert, das glauben zu wollen, was eigentlich offensichtlich ist. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Wenn du eine Zeitung liest, wenn du auf dem Fernseher glotzt und du bist so felsenfest davon überzeugt, dass das, was du dir aufgrund von Worten ausdenkst, aus deinem Kopf herausdenkst,
dass das auch dann da außen ist, diese Gedanken, wenn du nicht dran denkst. So, jetzt nochmal. Wie willst du einen Gedanken, den du denkst, am Leben erhalten? Wir können auch in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmungen gehen. So, jetzt schau mal über den Computerbildschirm nach vorne irgendwo einen Gegenstand an in deiner Wohnung. In deiner Wohnung, die du besitzt. In der du aber zu wohnen glaubst. Und erhalte ihn dann mal am Leben. Dann darfst du nochmal wegschauen. Du darfst nicht eine Sekunde woanders hinschauen. Du darfst da nichts anders denken, weil sobald du an was anders denkst, löst er sich wieder in Luft auf. Es ist eine Gedankenwelle. Das ist das, was ist. Und darum steht jetzt hier, wenn man sich da mal die Zeit nimmt, das anzuschauen, man muss natürlich die Grundregeln dieser Vordersprache verstehen. Da heißt es diese Medim, das heißt die Leute, die Menschen, die Toten, die jammern, die ihre eigenen Toten begraben, natürlich nur im eigenen Kopf, immer nur, wenn sie dran denken, der von dir selbst, dir Geist, der du dir das alles ausdenkst, de facto hier und jetzt selbst ausgedachten Welt, nochmal, wie Edel hast, hier ein doppelt aufgespanntes, ist ein W, immer wieder, ich mag es jetzt wieder mal so, Brandopfer. Das ist der polare Rand, das ist die Welt deiner Gedankenwellen. Du bist ja immer. Und das, was immer ist, kann nicht gedacht werden. Es kann auch nicht existieren. Gott kann nicht existieren. Wissen nicht, dass jedes in deinem Individualbewusstsein, da kommt das Wort die Vision her, die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen, wahrgenommen in Matrixbild, Beelet heißt im Kind, nur heißt flackernd depreisiert, flackernd, das ist dieses flackernde Lichter, aus Schöpfer Ischen, Ischen heißt schlafen und ständig wiederholen, Worten besteht und entsteht. Übrigens, das Wort end weist in der deutschen Sprache darauf hin, dass das nachfolgende Wort immer ins Gegenteil gekehrt wird. Das heißt, wenn etwas entsteht, fängt an, sich was illusionär zu bewegen. Deine Gedankenwellen kommen und gehen. Der Geist ist immer eine Eheexistenz von Wellenberg und Wellendal gleichzeitig, von Krieg und Frieden gleichzeitig, von Hell und Dunkel gleichzeitig. Ich verweise an meine ausgedachte Erdkugel, die von einer Sonne angestrahlt wird. Da ist eine Seite hell, die der Sonne zugerichtete Seite ist hell und die andere Seite ist dunkel. Und wenn du jetzt die Kugel, ob du die jetzt um die eigene Achse drehst oder ob die sich um den Scheinwerfer in der Mitte dreht, um diese Lampe, es bleibt die eine Seite hell und die andere Seite dunkel. Du bist dir natürlich hundertprozentig sicher, dass hell und dunkel abwechselt. Warum ist das so? Weil du vergessen hast und du derjenige bist, der sich das jetzt in diesem Moment ausdenkt, dass hier da außen eine Kugel ist, die von einer Sonne angestrahlt wird. Weil du vergessen hast, dass du derjenige bist, der sich das jetzt ausdenkt, das heißt in seinen eigenen Kopf als Vorstellung erschafft. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass du ein sterbliches Säugetier, die auf dieser Kugel bist, die du dir ausdenkst. Was soll ich noch alles machen, um dich wach zu machen? Du bist ein Auserwählter. Mich interessieren die Menschen, die du dir ausdenkst, nicht im geringsten. Da kann ich wieder einen einfachen Satz sagen, ich versuche den Geist wach zu machen, der jetzt träumt. Die Figuren, die wechselseitig in einen ständigen Wechsel in deinem Traum in Erscheinung treten, für den Moment, wo sie von dir gedacht werden, oder ich sage immer, wenn du sie auf deine VR-Brille holst, die interessieren mich überhaupt nicht, die haben keine Überlebenschance. Die sind nämlich schon weg in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst. Und solange du krampfhaft festhältst an dem Wahn zu glauben, ein Gedanke, den du denkst, der wird ja auch dann unabhängig von dir da außen existieren, wenn du ihn nicht denkst. Oder noch schlimmer, dass du jetzt dir einen Gedanken in die Vergangenheit denkst, der hier und jetzt in deinem Kopf ist, wo du dir hundertprozentig sicher logisch einredest, dass dieses von dir ausgedachte Ding schon existiert hat, bevor du das gedacht hast. Da wirst du leiden, aber kommen wir natürlich jetzt sofort wieder zu dem Problem mit dem Ding, der Realität. Was ist eigentlich ein Ding? Und da wirst du dich staunen. Ich sage immer, realis res, die Realität da außen heißt ja res, heißt jetzt erst einmal Sachen und Dinge. Aber was ist ein Ding? Lass dich einmal überraschen. Da heißt es zuerst einmal ungenau nicht namentlich bezeichneter Gegenstand. Ungenau nicht namentlich bezeichnete Sache oder eine Person. So, jetzt müssen wir natürlich wissen wieder, was das Ding selber ist. Und dann wirst du fest mit Erstaunen feststellen, dass das zuerst einmal in der germanischen Volks- und Gerichtsversammlung ist. Das ist eine germanische Volks- und Gerichtsversammlung. Eine Sache ist übrigens im Prinzip dasselbe. Es kommt zur Verhandlung die Sache sowieso. Ein Gegenstand. Es geht hier
um Gesetze, um ein Dehnen, ein Ziehen, ein Aufspannen von irgendetwas. Diese Gesetze, mit denen letztendlich das Ganze in Bewegung gesetzt wird. Wenn du jetzt dort tiefer reingehst, dann wirst du nämlich das Ding ist der Gerichtshof. Da geht es also um Festsetzungen von irgendwelchen ausgedachten Sachen, ich könnte sagen von Regeln. Gut, unsere Umwelt, wir haben das Universum. Ich wollte eigentlich jetzt wieder zu unseren Spiegel tun, ich bin wieder etwas abgeglitten. Die gesamte Realität heißt die Sache der gesamten Gesetze. Reales sind nämlich Dinge, Sachen, und Sachen sind, es kommt die Sachen, die zur Verhandlung kommen. Und wenn ich jetzt das nenne, dass das wirklich übersetzt, dass in Einsgekehrte heißt, heißt es nicht, dass da außen was ist, sondern das ist alles in den einen drin. Ich verweise hier auf die kleine Sache mit dem Tetraederspiegel. Die Lichter, die um dich rum sind, die sind in deinem roten Kopf, wie ich das nenne. Das heißt, du musst mehr oder weniger, wenn du was magst, einen Kehrwert bilden. Das heißt, ich kann mir jetzt viele diskrete Dinge um mich herum ausdenken. 1, 2, 3, 4, 5, jedem Ding gebe ich eine Ziffer, eine Bezeichnung. Dann habe ich die 1, ist dann das in der Mitte und die ganzen anderen drumherum. Wie sieht jetzt das aus, wenn ich die 1 als was unendlich Großes mache, als alles? Und ich habe sichtbar erklärt, alles ist dasselbe wie nichts. Du kannst nichts als Wort denken, aber dieses Wort nichts ist nicht nichts. Du kannst alles als alles, das Wort alles denken, aber das Wort alles ist ein einziges Wort, ein Geräusch, mehr ist es ja nicht. Das steht symbolisch für unendlich viele Dinge. Ich meine jetzt nicht Sachen, Dinge und Sachen, Gegenstände, wie das behauptet wird, sondern Gesetze. Gesetz in den Geist wird etwas hineingesetzt. Und wenn ich jetzt das mache, dass ich die 1 unendlich groß mache und ich teile die, ich mache die Visionen, dieser unendlich große Geist, den wir jetzt einfach mal Gott nennen, und um was zu sehen, brauchst du Unterschiede, also machen wir hier 1 durch 2, 1 durch 3, 1 durch 4, was du feststellen, ich kann den in unendlich viele kleine Stückchen teilen, die sich dann alle in der 1 befinden. Dieses Umdrehen nennt man in der Arithmetik den Kehrwert bilden. Schau mal, da steht Uni, da sage ich verbunden sein der Gott, das ist die absolute 1, wo alles verbunden ist. Und Versum heißt das in 1 gekehrte, das heißt wir bilden den Kehrwert, indem wir unsere Informationen zerstückeln und immer wieder zerstückeln. Du kannst jetzt an eine Stadt denken, das ist eine Kollektion. Jetzt da denkt man die Stadt in viele Straßen, in Häusern, du kannst das Haus in Zimmern einteilen, das Zimmer in Gegenstände einteilen, dann zerdenkst du dich selbst. Und umso mehr du dich zerdenkst, umso mehr du den Fokus auf eine Kleinigkeit legst, ab einem gewissen Punkt kriegst du dann in deinem Kopf was zu sehen. Das ist so die immer wieder diese Beispiele, wenn ich sage, du hast noch niemals deine Heimatstadt, du hast noch niemals deine Küche gesehen. Wieder so eine unmögliche Aussage. Das ist Holofeeling. Ich beweise dir hundertprozentig sicher, dass du noch niemals deine Küche oder deine Wohnung gesehen hast. Zeig's mir. Und wenn wir jetzt da hingehen, dann wirst du feststellen, egal was du mir sichtbar zeigen kannst, deine Küche kannst du mir nicht zeigen, weil sobald ich was sehe, sage ich, das ist ein Herd, das ist ein Kühlschrank, das ist ein Waschbecken. Das ist ein Bett im Schlafzimmer. In Bezug auf die Wohnung. Noch schlimmer ist ja, wenn man an die Stadt, an deine Heimatstadt denkst. An deine Heimatstadt. Die Heim. Heim. Das ist jetzt was ganz, das Wort wird wieder sehr vielfältig. Was magst du aus den Worten? Das ist das Grundprinzip. Schaut, jetzt habe ich ein kleines bisschen genauer geworden. Unsere Ausgangsbasis war nur diese kleine Aussage. In seiner neuen christlichen Studenten aufzustehen und fragte ihn, du bist Christ, stimmt's? Das war unsere Aussage. Was bedeutet es, Christ zu sein? Jetzt können wir nicht das Wort Christ genauer anschauen. Was ist der Christus? Das ist alles schon behandelt. Aber ich will einmal gehen, das Missverständnis. Schau mal, was du aus den Worten magst, für Vorstellungen magst. Und was die Worte wirklich bedeuten. Ja, also du glaubst an Gott? Absolut. Ist Gott... Das ist natürlich hier, schauen wir mal wieder das kleine Wort, was bedeutet absolut? Sagst du dazu? Nee, dem glaubst du an Gott? Ja. Das ist übrigens J.A. Nach einem empirischen, testreichen und demonstrierenden Protokoll besagt die Wissenschaft, dass dein Gott nicht existiert. Das ist schon mal der erste Blödsinn. Ich wollte eigentlich das jetzt festhalten. Wir halten als allererstes einmal das Wort absolut. Was bedeutet eigentlich absolut? Wir können doch jetzt das mal unseren DWDS nehmen.
uneingeschränkt, der absolute Herrscher. Nicht bedingt unumschränkt, völlig entlehnt, kommt aus dem lateinischen Absolutus, sich geschlossen, vollständig, vollkommen. Das Vollkommene. Und jetzt ist also hier zuerst einmal das die Vorsilbe ab, wenn wir hier absprechen, ist aus 1 Wort 2. Wir wissen im Hebräischen, muss ich jetzt gar nicht, das heißt, das Wort heißt Vater und aufblühen. Das Solutus wird natürlich ganz interessant, wenn wir jetzt in das Lateinische reingehen, haben wir als erstes, wenn ich jetzt A eingebe, als Vorsilbe, ist ja eine Verneinung unter anderem. Das ist sehr wichtig. Der erste Buchstabe steht also hier, zuerst einmal im Lateinischen heißt es von hier, von her, herab, von Weg, aus, heraus. Im Griechischen ist es eine Verneinung. Wenn man hier weitergeht, woher kommt das Ganze, was irgendwo herausgeht? Woher kommen die Gedanken, die du dir ausdenkst? Woher kommen die Gedanken eines träumenden Geistes? Woher kommt die Welt? Woher kommt das Universum, das in eins gekehrte? Es entspringt aus diesen nicht denkbaren Einen. Das ist aus dem, der immer ist und fällt wieder in ihn zurück. Das ist die Welt der Gedankenwellen, die aus dem einen Geist kommen, von dem die Naturwissenschaft überhaupt nichts wissen will. Die Creatio ex nihilo, wie ich das immer nenne, was normal mit Schöpfung aus dem Nichts übersetzt wird, wobei dieses Creatio auch Wahl. Ich wähle etwas aus mir selbst heraus, das ich vor mich hinstelle, das, solange ich es nicht vor mich hinstelle, in der Einheit ist. So wie alle Wellen, die an der Oberfläche als Wellenphänomen auftauchen, in der Einheit eigentlich eins sind. Götter sind. Ein einziges Licht, das in unendlich viele Lichter zerspringt. Dann heißt dieses Ab im Hebräischen natürlich auch noch aufblühen. Das ist dieses, kann man hier nachlesen, da muss ich zuerst einmal die Buchstaben reingehen. Was natürlich jetzt ganz, ganz interessant wird, dass wir im Englischen das Ab so schreiben. Das ist jetzt UB. Und jetzt kriegst du das hebräische Wort 86, die verbundene Weisheit. Das ist Alhim, Gott das Meer, hat den Zahlenwert 86. Übrigens, wenn wir mal in die Welt der Matrix rüberfahren, wird es noch viel interessanter. Das hat nämlich hier den Totalwert von 806. Das ist das göttliche Wissen, das verbunden ist. Den verborgenen Wert von 11. 11 ist nicht existierend. Das ist nämlich AI. Das heißt hier nicht das Verneinungswort, nicht existierend. I ist der Schöpfergott. Okay. Und den Pyramidenwert 92, der ganz wichtig ist. Das ist 92, jetzt 92. Der bedeckte Wagen, das ist verdeckt. Jetzt haben wir schon dieses geöffnete Eck. Dieses aus 2, die 2, B, D, Eck der Wagen. Das ist der Testudo. Das steckt alles in den UB schon mit drin, wenn wir uns das anschauen. Das war die 92. So. Das hier, dieses Spiel, geht natürlich viel vielfältiger. Da will ich ja gar nicht drauf eingehen. Da kann man jetzt dann nämlich in die Zahlen werden merken, dass es eine ganz, ganz tiefe Arithmetik hat. Das ist das Absolut. Was jetzt natürlich interessant ist, wenn ich jetzt der Vater, und das geht ja dann hier unser Mitzoll weiter, ab, da geht etwas heraus. Und wir müssen jetzt hier in dem Herausgehen. Ich mache immer nur die ersten, wir wollen immer die Grundwurzel uns anschauen, was da jetzt auftaucht. Und jetzt wirst du plötzlich der Sonnengott, der Sonnenschein, die sonnigen Tage, das soll, okay, ein kleiner Trost, jetzt taucht da ein Sonnengott in dir auf. Ich könnte jetzt sagen, der Helium, HL, heißt der Gott, der um dich herum ist, der Helium, den du dir jetzt ausdenkst. Und da müssen wir jetzt ein Uno mit dranhängen in den Absolut. Und jetzt kriegst du plötzlich den untersten Teil von El Hayom, den Boden, die Grundfläche, die Grundlage, den Fußboden, das unterste Z im Meer des Zimmers. Und der ist nur bloß einzig und ganz alleine. Solum. Der ist ganz allein, einzig, alleinstehend, Solus ab. Das ist der Vater.
Der Vater ist allein, das wird er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn, dass er dann und wann wie jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann, heißt es in Jahwes Regiem, einem Buch der Offenbarungsschriften. Und das bist du. Du, der sich jetzt den Udo Brösel ausdenkt. Du bist tausendmal mehr Gott wie irgendein Gott, den du dir ausdenkst. Der ist nur ein Geschöpf von dir. Und mach dir klar, dass das mit einer unendlichen Verantwortung verbunden ist. Und jetzt kommt hier nach einem empirisch testreichen und demonstrieren Protokoll besagt die Wissenschaft, dass dein Gott nicht existiert. Das ist ein absoluter Blödsinn. Jetzt musst du nur ein kleines Gesetz, nämlich, das stimmt übrigens, die Aussage stimmt und ist verkehrt gleichzeitig. Das ist jetzt das Wichtigste, was du erkennen musst, dieses Prinzip. Es gibt keinen Berg ohne ein Dal. Der Mensch stellt sich ein Himmelreich vor, wie wenn ich sage, das Himmelreich ist eine wundervolle Gebirgslandschaft, wo keine Täler mehr da sind. Das ist eine Welt mit Frieden ohne Krieg. Es ist eine Welt mit Sonnenschein ohne Finsternis. Es ist eine Welt, jetzt kannst du alle Polaritäten dir denken, mit guten Menschen ohne Verbrecher, mit Gesundheit ohne Krankheit. Du hast nicht verstanden, was Heiligkeit heißt. Heiligkeit ist das hier, dass Gesundheit und Krankheit gleichzeitig da ist. Aber solange du in der Welt der Perspektiven, in dem Wahn lebst, dass du Sachen willst und zwangsläufig was entsteht, was du nicht willst, schon die Tatsache, etwas zu wollen, ist eine klare Aussage, dass du glaubst, das, was du jetzt denkst, dass du das noch nicht hast. Ich sag, du hast es besessen, bevor du dir es ausgedacht hast. In dem Moment, wo ich sage, ich will einen neuen Computer, entsteht in deinem Kopf die Vorstellung eines Computers. Und wo kommt der Computer her, den du dir jetzt ausdenkst? Ja, aus dir selber. Es ist doch ein Gedanke, den du in dir aufwirfst, wie eine Gedankenwelle. Und jetzt ist was in dir drin, das dir sagt, dass den Computer, den du dir jetzt denkst, dass du den nicht hast. Du hast ihn doch besessen, bevor du ihn dir ausgedacht hast. Ist ein ungewohntes Denken, das ist Holo-Feeling-Denken. Und jetzt kommt ein ganz elementares Gesetz. Das sind lauter kleine Gesetze. Du musst, um etwas verneinen zu können, musst du dir das, von dem du behauptest, dass es das nicht gibt, musst du denken. Und wenn jetzt einer sagt, dass Gott nicht existiert, das Wort existere heißt heraustreten aus und auftauchen im Altlateinischen. In dem Moment, wo ich behaupte, dass Gott nicht existiert, muss er ja auftauchen, dieser Gott, den ich mir jetzt ausdenke. Und wenn es nur das Wort Gott ist, um zu behaupten zu können, dass er nicht existiert. Und das sind jetzt die zwei Seiten. Das heißt, ich nehme praktisch hier unten was raus und klappe das nach oben und sage, das gibt's nicht. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist elementar wichtig, weil du bist der Einzige, der die Welt verändern kann. Du meine ich jetzt nicht den Trockennasenaffen, der du zu sein glaubst, sondern der, der sich jetzt bei dem Wort Welt irgendwas ausdenkt. Das Wort Welt ist ein Auslöser. An was denkst du bei dem Wort Welt? Ich würde jetzt sagen, zuerst einmal das Wort Welt. Aber dann wirst du detailliert eine Vorstellung aufbauen. Vielleicht Sonnen mit Kugeln, mit Planeten, die sich da außen umeinander rumdrehen. Zeig's mir, schau doch mal raus. Ist das nicht nur eine Vorstellung in deinem Kopf? Jetzt wirst du mir sagen, ja, das kann man mit den Augen nicht sehen. Ja, selbstverständlich kann eine Computeranimation machen. Dann siehst du aber einen Monitor. Das ist immer wieder das große Problem. Das Pixelmännchen da unten ist kein Mensch. Die Stimme, die du hörst, ist keine menschliche Stimme, sondern eine Lautsprecherstimme. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wenn du dir im Fernsehen einen Krimi anschaust? Egal, wie viele Schauspieler an diesen Filmchen beteiligt sind, die du dir jetzt ausdenkst. Weil in der Wohnzimmer waren die wahrscheinlich noch nie. Das sind nur flackernde Lämpchen, aber zwangsläufig wirst du bei jedem Bild, das jetzt in dir auftaucht, zwanghaft, wenn du dir da Gedanken drüber machst, mit deiner Logik eine Vergangenheit aufbauen, in der das entstanden ist. Also gut, du schaust jetzt ein Krimi auf, wie viele verschiedene Menschen hörst du eigentlich zu? Ist das nicht immer derselbe Lautsprecher, der da spricht? Das ist die Genauigkeit, die ich fordere. Und da ist deine Naturwissenschaft und die Religion, die Esoterik, mindestens noch so gebildete Professoren, so unendlich weit entfernt. Und ich glaube nicht, dass man jetzt, wenn du mit mir darüber diskutieren willst, dass du jetzt einen Lautsprecher zuhörst, der natürlich auch nur existiert, wenn du ihn denkst. Die Geräusche als Ding an sich ist dir natürlich vollkommen klar, dass das, was du jetzt hörst, aus dem Lautsprecher rauskommt, dass da Schallwellen sind. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Ich sag, zeig's mir. Oder du schaust jetzt aus dem Fenster raus und dann bewegen sich Bäume, Zweige. Und dann sagst du, das macht der Wind. Zeig ihn mir. Du verwechselst das mit dem, was du siehst, mit deinen logischen Interpretationen.
Die Wissenschaft, dass dein Gott nicht existiert. Was sagst du dazu? Nichts. Ich habe nur meinen Glauben. Der Glaube ist halt das große Problem, dass du zuerst einmal dieses geistige Licht, das du selbst bis zu einer Gedankenwelle machst. Das ist also GL, diese hebräische, der Geist. Wir können das natürlich vielfältig anders setzen, aber ich sage immer wieder, das Blaue, das ist ein Geist, das Licht, die Lampe im Projektor. Und dann haben wir hier einen ausgedachten Geist, das ist ein unbewusster Geist, das ist das, was du Gehirn nennst, das macht ja alles das Gehirn, ist ja alles im Gehirn. Deine Naturwissenschaft ist ja so extrem, dass die das Gehirn erforscht. Eigentlich ist das Gehirn nur ein Symbol für den Verstand. Geist ist der, der erforscht. Was ausgedacht ist, was du erforscht, sind Sachen, die du besitzt. Ein Gehirn besitzt du. Eine Meinung besitzt du, die eigentlich eine Anderung ist, die Meinung von anderen Menschen. Es ist was Gegebenes. Das ist das, was ist. Das ist der Glaube, und das habe ich so oft gesagt, dieses A und B ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Schöpfung aufgespannt Polarität. Und das ist deine eigene Beschwörungskunst. Das ist die Beschwörungskunst von Totengeistern. Lass die Toten ihre Toten begraben. Die werden dir mal genauso am Arsch vorbeigehen wie mir. Mich interessieren die Charaktere nur insoweit als logische Systeme, als Denksysteme, so wie KIs in einem Videospiel. Wie funktioniert diese oder jene KI? Und da kannst du reinschauen, du musst die nur beobachten. Und dann wirst du irgendwann einmal die Zauberei verstehen. Das ist die Geburt von Beschwörungskunst, die irgendwas in dir erweckt. Du wirst zu einem Zauberer werden und du kannst dir die Welt dann wirklich so ausdenken, wie du sie haben willst. Und glaub mir, du wirst dir mit Sicherheit keine Welt mehr ausdenken, wo bloß Friede ist und wo bloß Sonne scheint, weil du erkannt hast, es wäre die Hölle. Es wäre eine unvollkommliche Entheiligung des heiligen Ganzen. Ja, glauben. Das ist das Problem, das die Wissenschaft hat. Darauf antwortet der Student. Das ist ein Fürwahrhalten. Professor, gibt es nicht so etwas wie Hitze? Ja. Und ist das etwas wie Kälte? Ja. Nein, Sir, das gibt es nicht. Der Hörsaal wurde sehr ruhig mit der sich wendenden Konversation. Was ist eigentlich eine Konversation? Wir können jetzt doch ganz einfach zuerst mal wieder nachschauen. Ein Gespräch? Jedes Wort, das in dir auftaucht, löst in dir eine Vorstellung auf. Wie tief, wie komplex ist diese Vorstellung? Eine Unterhaltung, unten halten könnte ich jetzt sagen. Wir gehen einmal ein bisschen rein und du wirst jetzt feststellen, dass die Konversation, Conversatio, ein Umgang, ein Verkehr. Umgang haben, verkehren mit. Okay, wir wissen einmal ganz einfach die Vorsilbe con, im Lateinischen heißt zusammen. Con, com. Und dann kommt der Vers. Und jetzt wirst du feststellen, dass das was mit beweglich zu tun hat. Eine Bewegung, die offensichtlich zusammen ist. Bildlich, veränderlich, unbeständig. Con, da ist was zusammen, das sich anfängt zu bewegen. Da wird es natürlich bewaff, wenn ich jetzt das als hebräisiere. Dann hast du eigentlich im bewaff, heißt du dann. Ich zeige dir das einmal. Das ist BW. In ihm. Kann man auch Bo lesen. In ihm. Durch ihn. Bola aufgespannt. So, wir haben einen Umgang. Con zusammen. Da kann man natürlich, das Con wird natürlich auch sehr interessant, weil da kannst du jetzt erst einmal KON. Das hebräisiere ich das. Da kriegst du auf etwas richten, bereit sein, richtig sein, zillen, richtig sein, bereit sein. Wenn wir das Waff rausmachen, dann kriegst du nur Ken. Und das ist jetzt die Basis von allem. Und da sind wir so oft drauf eingegangen, das Fundament, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Lies es einfach durch. Ich will dich da jetzt nicht langweilen. Du kannst die ganzen Worte, kannst du nachschauen. Das ist das Fundament, die Basis, das ist Ken-Con. Da wollen wir rein. Das ist jetzt BW, glich, die Veränderung unbeständig. Dann geht es weiter, sich immer und immer herumdrehend.
kann natürlich zusammen sein. Das ist jetzt das Problem, wenn ich es so mache. Das ist auch das Wort Tod von der Seite gesehen. T steht für eine Erscheinung oder eine Spiegelung und es wechselt ständig. Das Wort Tod zum Beispiel könnte ich jetzt sehr schön symbolisieren, wenn ich mir einen Spiegel da denke. Das ist ein Spiegel, eine Erscheinung und da ist ein Spiegel und da denke ich mir jetzt ein Licht rein und dann siehst du ja diese illusionäre Spiegelreihe vor dir, wenn du dort das Licht wärst und würdest in den Spiegel schauen. Warum ist das so? Weil das Licht da hin und her schwingt, aber geht dann das Licht zwischen zwei Spiegeln aus den Spiegeln raus? Wenn ich jetzt so zwei Spiegel vor mich hinhalte und ein Lämpchen und ich denke mir, ich kann ja über die Kante schauen, ich wehre die Lampe, vor mir ein Spiegel, hinter mir ein Spiegel und ich wehre jetzt die Lampe, dann sehe ich vor mir, sehe ich unheimlich viele Lämpchen. Aber wie kommen die da nach außen? Wenn ich selber das bin, die müssen doch in mir drin sein, in eins gekehrt. Das Universum, dasselbe, ich bin jetzt erweitert auf vier Spiegel in den Räder, wo ich mich reinsetze und um mich herum ist dieser riesen Spiegeltunnel. Gibt es Aufnahmen dafür, um sich das vorzustellen? Die sind in mir, das sind meine Divisionen. Und dann kommt dieses Versatio, Konversatio, ein sich herumdrehen, die drehende Bewegung, die Umdrehung. Denk an unsere Umwelt. Wie war das nochmal? Die Umwelt, aufgespannte Gestaltwerdung heißt letztendlich, die Umwelt ist ILD, ist das Brandopfer. Der polare Rand, den ich Augenblick, für jeden neuen Gedanken, der mir auftaucht, muss ich einen neuen Gedanken denken. Ich bin immer noch in einer Kindergartensprache. Wir waren jetzt nur bei der Konversation. Das sind übrigens W-Enden-Den. Denn-Den. Wenn-Den-Den. DN heißt Urteil und Urteil. Doppelt aufgespannte Existenz. Urteil und Urteil. Wellenberg und Wellendal. Jetzt her, nochmal jedes Wort, mache ich ein 400-Seiten-Buch draus. Der Student weiter, Sir, Sie können viel Hitze haben. Noch mehr Hitze oder sogar Superhitze oder... Das ist die Sonne selber. Megahitze, weiße Hitze, ein bisschen Hitze oder gar keine Hitze. Aber es gibt nicht so etwas, das man Kälte nennt. Das ist jetzt wieder dasselbe große Problem. Ich habe jetzt eigentlich vorgehabt, dass ich dir das hebräische Wort für Hitze zeige. Das ist Kom. Das hebräische Wort für Kälte ist Kor. Ganz simpel, das ist eine kollektive Gestaltwerdung. Wir können das rot-blau lesen. Das ist einmal hier das ganz normale für Hitze, was übrigens auch Ägypten ist. Heiß werden. Jetzt wird hier natürlich das in der Physik erklärt. Die Wärme in der Thermodynamik wird Wärme oder Hitze. Voll mit Zeichen Q. Ganz interessant. Das ist unser Kopf. Da kommen wir noch dazu, weil wenn wir jetzt dann die Kälte machen, das ist Beginn mit dem Kopf. Einheit Schul für Kaal heißt wie Gott. Und Ort, das kann man hier jetzt nicht so schreiben, und ein erweckter Gott. Das ist wie all ist nichts. Und das heißt ja Ja oder He, J-He. J-He heißt Gott. All heißt auch Gott, heißt aber auch nichts. Das heißt wie das Nichts und ein erweckter J-H. J-H-W-H kommt daher. Als nicht stoffgebundene Energie, Energie heißt inneres Wirken. Energie, griechisch inneres Wirken. Das ist ein Wirken in dir drin. Die immer nur dann über aufgespannt polar erweckt, BR, das Äußere einer Systemgrenze übertragen wird, wenn Temperaturunterschiede zwischen System und Umgebung vorhanden sind. Das heißt, ich muss mir ein geschlossenes System denken. Aber jetzt ist das geschlossenste System aller Systeme ist der träumende Geist. Es gibt kein außerhalb eines träumenden Geistes. Er kann sich was ausdenken, um sich herum ausdenken. Und wohlgemerkt, löse dich von dem Gedanken, ein träumender Geist ist das dann mal der Trockennasenaffe oder dir oder irgendein Gegenstand da, den du denken musst, der zum Träumen anfängt. Träumen du der sich's ausdenkt. Ein Gedanke von dir ist einfach nur eine Information, die Form von dem, der sich diese Gedankenwelle ausdenkt. Und die Wellen können das Meer nicht verlassen. Die sind unter dem Baum mit dem Meer verbunden. Ich nenne das immer ein oberflächliches Phänomen. Jetzt kann ich natürlich sagen, da können ja Wolken draus werden. Ich sage immer wieder, die Wellen, die Grundwellen, die Oberwellen, die feineren Oberwellen bis zu den Spritzern, die dann rausspritzen. Und die ganz Gescheiten, die machen sich aus dem Dunst oder aus dem Dampf. Die werden zu Wolken. Aber dann wirst du wieder feststellen, dass wenn wir jetzt das Wort Wolke nehmen, da gibt es zwei hebräische Wörter, Eb. Das schreibt sich hier, da haben wir jetzt unten, wenn ich das einzeige, wenn wir es blau lesen, eine augenblickliche Wahrnehmung außen, eine augenblickliche Polarität außen. Das ist praktisch 70-2, die augenblickliche Polarität. Und dann gibt es nochmal ein Wort, das ist die Wolken. Da ist übrigens, schau mal, da steht Balken.
Be all in Gott, in diesem Nichts ist ein Fundament. Fundament heißt etwas überlegen, das ist die Welt der Gedankenwellen, die auftauchen, in denen der immer ist, und Lügen verbreiten. Das ist dann diese longitudinale Bewegung auf der angeblichen Wasseroberfläche. Dann haben wir eine Ballung, eine Dichte, jedes Wort für sich wieder ein Kleinwort. Selbst das Wort Wolke, Oll. Kann ich nur immer wiederholen, dass du neugierig wirst. Das ist das Obere, das Höchste, das Joch. Jetzt, wenn ich wieder Bilder mache von Wikipedia übers Joch, dann wirst du feststellen, dass das Joch eigentlich eine Welle ist. Das Tragjoch, das Gebirgsjoch. Es ist der Unterschied zwischen Berg und Dal. Gleichzeitig, das ist ein unendlich präzises, auch arithmetisch. Schau, du hast nämlich jetzt hier zum Beispiel dieses Oll hat den Wert 100. Wir waren gerade beim Kopf. Das führt uns zu Kopf. Eine affine Berechnung. Kopf heißt Affe. Eine affine Berechnung. Jetzt haben wir die Kälte. Das Ganze wird natürlich dann fleckig. Darum mache ich es immer so. Das sind die Gedankenecken. Das heißt jetzt, was er wieder behauptet. Schau, was schon wieder untergeht. Es gibt nicht so etwas, das man Kälte nennt. Es ist die Kälte doch schon da. Immer wenn du was verneinst, musst du das, was du verneinst, denken. Und wichtig ist, es geht um ein Jein. Jein. Psst. Ist jetzt schön still. Hochinteressant. Keiner wird behaupten, dass man Stille hören kann. Und trotzdem sagen die Leute, ist hier schön still. So, wir mussten eine kurze Unterbrechung machen. Also bei der Stille nochmal, in dem Moment, wo du sagst, ist das schön still, ist es ganz wichtig, es gibt keine Stille ohne Lärm. Und der Witz ist, wenn du sagst, ist jetzt schön still, habe ich so oft darauf hingewiesen in die Selbstgespräche, kannst du die Stille nur denken, aber das Wort Stille ist ja nicht still, das ist ja schon wieder ein Geräusch. Das heißt, du hast bei dem Wort Stille eine gewisse Vorstellung von ohne Schallwellen, ohne Geräusch. Das erfordert aber im selben Moment im Hintergrund, das musst du dir bewusst machen, ein Wissen von Lärm, den du dir, wenn du jetzt in dich reinschaust, wie du funktionierst, dir räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, aber nicht existierend. Ich sage immer wieder, das ist eine Ebene unter dem, was in dir auftaucht. Das ist jetzt gerade immer die unbewusste Hälfte. Das heißt, in dem Moment, wo du nach oben, BN heißt deine polare Existenz, in dem Moment, wo du nach oben schaust, entsteht ein Unten. In dem Moment, wo du nach vorne schaust, entsteht ein Hinten oder nach rechts entsteht ein Links, weil du in der Welt der Perspektiven bist. Und die Vollkommenheit, die Heiligung ist zu begreifen, dass es gleichzeitig ist. Das wäre jetzt wieder, ich denke mir eine Kugel aus, die von einem Scheinwerfer angestrahlt wird. Da ist eine Seite hell und eine dunkel. Gleichzeitig. Alles, was mir meine materialistische Logik jetzt einredet, dass das zeitlich abwechselt. Ich kann es nicht oft genug sagen, es gibt keine chronologische Zeit. Etwas, was von der Vergangenheit in die Zukunft fliegt. Und wenn du nach oben schaust, das oben haben wir ja gerade gehabt, das ist es all, um das da nochmal reinzuschieben. Wir haben gerade jetzt den Lärm, das ist eine affine Berechnung, wenn wir das unten machen. Da kannst du es lesen, Licht bewegt sich nicht durch Raum und Zeit, sondern alternierend in einem imaginär, da wäre jetzt schon im, haben wir wieder das Meer, imaginär, Meter. Jetzt jedes Wort, das ich hier spreche, ich zuck ein, weil wenn ich dir jetzt Meter erkläre, brauchen wir mindestens 2 Stunden, da sind wir noch weit von den 400 Seiten weg. Da steht zum Beispiel, ich sehe da sofort, was ist ein Wachraum eines träumenden Geistes? Weil M-He, T-A, hebraisiert heißt, was ist ein Wachraum? Du kannst M-Met, denk an die Metim. Die Leute, die Menschen, die Toten des Meers. Tod heißt so viele. Die in dem Wachraum, in dem Raum dessen, der glaubt, wach zu sein, obwohl er schläft. Der glaubt, wach zu sein, obwohl er schläft. Das bist jetzt du. Du bist dir doch jetzt hundertprozentig sicher, dass du wach bist. Wach wiederum hast eigentlich ein doppelt aufgespannter Bruder. Eine doppelt aufgespannte Schöpfung einer Kollektion. WA-Chat. Irgendwann wirst du das verstehen müssen. Oder du dümpelst weiter vor dich in Zeit. Spielt dabei keine Rolle. Wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und darum ist es immer wieder so schön, diese oben, diese polare Existenz oben erfordert einen unten. Wenn ich jetzt das unten mache, da habe ich jetzt erst einmal die Radix, das wäre jetzt hier das U, das ist auch das Zeichen Waff hier unten zu sehen, wie das ausgesprochen wird. Und dann haben wir rein konsonant betrachtet, haben wir bei unten, haben wir dann U, N, T, N, unten, N, T, N, unten. Schauen wir mal, was das heißt.
Das ist einmal der Nathan in der Bibel. Das heißt einfach zuerst einmal klassisch, hebräisch übersetzt, ergeben werden, erlauben, geben, gegeben werden, gegeben werden. Was ist es eigentlich, gegeben werden? Geben. Ich kann jetzt lesen, der Geist ist eben. Wenn du nach oben schaust, lebst, schaust du in die Welt der Gedankenwellen. Der Geist, der unten ist, der ist eben. Das ist die Nulllinie. Wir können natürlich auch der Geist und seine polare Existenz lesen. Jetzt haben wir hier schon am Anfang dieses Geb. Dieses Geb habe ich zigfach erklärt, wenn ich jetzt hier die Radix GB eingebe. G ist ja die Synthese und eine Synthese besteht immer aus These und Antithese, das sind zwei. Das heißt aus drei, aus der Synthese, aus dem dritten. Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der dritte. Sind da mal zwei da, das ist Geb. Und ich mache das nicht nochmal, da habe ich die Augenbraue, da haben wir den Bugel, Schindelet, der Logik des Kindes, immer wieder hebraisiert. Dann kommt eine Erhöhung, die Erhöhung erfordert natürlich eine Erwiderung. Jetzt denkt ihr eine Felge, die sich hier dreht, da haben wir wieder eine Facette von L, das ist das Joch. Das ist ein Gewölbe, das Gewölbte erfordert natürlich einen Graben, eine Grube. Das Ganze passiert in einer Ecke, in einer berechneten Ecke. Das Heulen lasse ich mal weg. Ecke übrigens auf Hebräisch. Die Becken, die Polanecken, schreibt sich AGN. Diese AGN, diese Polanecken, wann BR das Äußere? Die äußere Aue, was wieder eine Ebene ist? Stimmt oder stimmt? Wenn du folgen kannst. Okay, auf jeden Fall wird diese Höhle jetzt zum Rücken, zur Rückseite von dem Bugel von der Erhöhung. Und das Ganze geht jetzt in eine Vertiefung, bis du in den Wasserbehälter reinfällst, der El Hayom ist. Da steht eine Geschichte drin, in zwei Zeichen, und das geht noch unendlich weiter. Wenn du das jetzt in sich immer wieder rückübersetzt. Das heißt, hier ganz einfach jetzt die Erklärung der Geist und die Geistige. Das heißt, blauer Geist ist Verstand, die Verstandespolarität außerhalb. Ha'al heißt der Gott, das Nichts und seine Polarität außerhalb. Das steht in den zwei Zeichen drin. Das ist die Vordersprache. Was dir das bringt, du wirst dich wundern, was dir das alles bringt, wenn du das zu verstehen anfängst. Das ist also hier mal das Erste, dass immer wieder diese Hitze und die Kälte, einfach eine Polarität, gehört immer untrennbar zusammen. Und da werden jetzt viele, viele Fehler gemacht, wenn du das anhörst, wenn du das so genau anhörst. Wir können minus 458 Grad Fahrenheit erreichen, welches keine Hitze ist, aber wir können nicht diese Grenze überschreiten. So, und das lassen wir jetzt einmal stehen, da kann man dann eventuell weitermachen. Ich halte es einmal an, und zwar deshalb, weil ich jetzt hier zum Beispiel reinspringen könnte, ganz unten, da habe ich schon den absoluten Nullpunkt. Und dieser absolute Nullpunkt, die Ermittlung des absoluten Nullpunkts, dass man Physik dazu nimmt und jetzt das absolut immer wieder dran denken. Das ist dieses Aufblühen, der Vater, der in sich aufblühte, aber das eine ist in dem Nullpunkt, das ist die Creatio ex nihilo. Und da passiert was sehr Eigenartiges nach diesem geiler Sackgesetz, steht schon in die ersten Offenbarungen mit drin, dass wenn du ein Gas abkühlst, schrumpft es um dieses berühmte 273,5 seines Volumens. Das heißt, es ist kein Volumen mehr da. Bei dem Punkt, wo kein Raum mehr ist, kann nicht sein. Aber kann ein Traum sein. Das Zeug hat noch nie einer gesehen. Das sind lauter so Sachen, die hundertprozentig logisch sind für einen, der sich das ausdenkt. Aber du wirst irgendwann einmal feststellen, wenn du jetzt die Kausalität umdrehst, wirst du feststellen, dass das nur in dem Kopf jemanden erscheinen kann, der hierarchisch gesehen vorher dieses Wissen in sich trägt, der kann diese Vorstellungen in sich auftauchen lassen. Dass ich nochmal sage, dass du definitiv, wenn du jetzt sagst, ich nehme nicht, du bist kein träumender Geist, sondern du bist ein Computer. Alles, was ein Computer auf dem Bildschirm auftauchen lassen kann, steht und fällt mit den Daten und mit der Software, mit denen er arbeitet. Das wäre jetzt deine ausgedachte Welt, egal ob die nur gedacht ist oder ob du die auf deiner VR-Brille sinnlich ausgedachterweise in Entfernungen vor dich hinstellst gedanklich, was dann natürlich für dich nach den vier Stufen der Vergessenheit des Holofeeling vollkommen unabhängig von dir angeblich da außen existiert, weil du voll in der Vergessenheit bist, steht und fällt mit dem, was du an Intellekt hast, um dir das vorstellen zu können. So wie du materialistisch gedacht jetzt dir eine Vergangenheit jetzt ausdenkst, wo man das angeblich noch nicht wusste und man hat es entdeckt
Das wäre ungefähr so, wie dass ich einen Computer nehme, der Bilder macht, wo er das Programm dazu nicht hat, wo er die Daten dazu nicht hat. Du kannst auf dem Bildschirm nicht etwas entdecken, was nicht vorher als Programmgrundlage da sein muss, dass es auf dem Bildschirm auftaucht. Eine ganz einfache, simple Logik, wiederholt es schlichtweg und einfach. Darum sage ich wirklich, es wird 99% des naturwissenschaftlichen oder religiösen Wissens ist vom Tisch, das angeblich in der Vergangenheit entdeckt, getan oder gedacht wurde. Es kann immer nur hier und jetzt entdeckt werden und ich sage einfach, was in dir auftaucht, steht und fällt mit dem Intellekt, mit dem Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. Und das lassen wir jetzt im Moment einmal gut sein.